Hallo Welt, da laufen wir wieder. Der Schildkröte hinterher, hoffentlich ist sie nicht schneller als wir. Wir werden sehen. Irgendwo hier sollte sie auf uns lauern. Beziehungsweise andersrum, wir lauern auf sie. Da kriecht sie aus dem Meer. Oh nein! Irgendwas hat sie wieder zurückgetrieben. Eine große Welle vielleicht. Komm ruhig näher, komm ruhig näher. Schildkröte, ich sage es doch nur, wir brauchen doch nur deinen Panzer, mehr wollen wir doch gar nicht. Zu essen haben wir genug überall. Oh, die ist langsam. Die lässt sich Zeit. Ist das Absicht? Das ist aber mal schön gemacht mit den Schildkröten. Naja, dass die so langsam sind nicht, jetzt sieht sie einen Stein. Komm. Komm, vermehr dich da nicht. Komm raus aus dem Wasser. Ist doch viel zu salzig. Genau. So, so. Und es ging uns um den Panzer. Jetzt hauen wir noch ein paar Stöcke hier ab. Und Gift. Nein, einfach nur ein schicker Busch. Ach, dann gehen wir gleich wieder unten rum. Ah, diese Krummen, die bringen anscheinend was. Wow, was war das? Oh, da wächst nichts mehr. Gut. 20 waren's. Und ehrlich, wir gehen wieder außen rum. Pilze sind neu gewachsen. Ach, wie schön. Die sind aber auch selten. Normalerweise dachte ich immer, wenn da so Pilze wachsen, dann gibt es in der Gegend richtig viele. Ach, da sind noch welche. Ich frage mich ja, wie das so mit den Giftpilzen funktioniert. Ob man die auch sammeln kann und dann vielleicht auch Pfeile daraus basteln kann. Pilze? Pilze. Pilze. Pilze? Oh, so viele Stöcke hier. Wir hätten gar nichts hacken müssen. Die liegen hier einfach so auf dem Boden rum. Wie im Wald sieht das aus hier. Ja, wenn wir nicht zurück wollen, dann kommen wir ja nie an. Also. Oh, wir müssen etwas sparsam mit unserer Energie umgehen, denn die lauern ja doch ganz gerne immer an der Stelle. Ich frage mich, was da mit der Stelle los ist. Da werden wir auch nochmal so einen Totenkopf aufstellen. Von wegen. Nicht mit mir. Ich habe genau gesehen, was da rumkriecht. Das hat uns aber scheinbar nicht gesehen, was auch immer das ist. Ich würde ja ganz gerne so einen giftigen Pfeil mal drauf schießen, aber... Sollen wir uns mit denen anlegen? Daraus wird bestimmt so ein Fleischklumpen auf zwei Beinen nachher. Sollen wir es mal versuchen? Wir sind zu mutig. Das ist keine gute Idee. Wir sind fast fertig. Und?
kann man gar nichts mitmachen. Sieht aus wie so ein Alien. Sieht aus wie so ein... Na, es hat so ein Fressloch und dann ein Bein, mit dem es da rumhoppelt. Und ein Arm aber auch schon. Ja, das sind bestimmt diese Kraken, die danach heraus werden. Die mit den vielen Beinen oder so. Nur es weiß jetzt noch nicht, was daraus werden will. Doch, es hat etwas Alienhaftes an sich. Also, Mutanten hin oder her? Wir haben einen von euch erwischt. Was sagt ihr dazu? Oh nein. Der falsche Pfeil. Was hast du denn? Außer Puste? Wir dürfen nicht so lange an einer Stelle stehen bleiben. Es ist gefährlich hier. Bei den ganzen Kannibalen. Ich wollte, da war ein Hase. Den wollte ich eigentlich ganz gerne. Der stand da gerade so schön in Schussrichtung. Puh, zu schnell. Ach, die sollen, wir wissen das doch. Die sollen uns doch nur ablenken, Emma. Ist doch immer dasselbe Spiel. Ich sag nur gefährliche Gegend hier. Wir sollten hier nicht so aus der Puste sein, wenn wir hier sind. Und. Ah, hilft nichts. Wir müssen da runter. So eine... Frau. Oh, Moment, Moment. Zurück hierher kommen wir ja immer wieder ganz schnell. Boah. Ich habe da nämlich schon wieder irgendwas hinter uns gehört. Die hat sich aber auch ganz schön erschreckt. So. Alles gut hier. Da steht einer im Wasser. Ja, dann kommen die Schildkrötenpanzer. Oder der eine wenigstens. Der kommt dann jetzt erstmal dran. Haben wir Durst? Schon wieder Hunger vielleicht ein bisschen? Ach, das Fleisch hier sieht doch gut aus. Ja. Vermehrt euch. Oha. Hier unten wollte ich gar nicht... Naja, egal. Noch können wir ja hier außen rumgehen. Die Stöcke haben wir ja alle hier schon gestellt. Also es fehlen hier wirklich nur noch die Panzer, die Schildkrötenpanzer. Die Frau ist aber auch gleich wieder abgehauen. Was haben wir denn an uns, dass die jetzt auf einmal so... Ah, wir waren friedlich. Vielleicht haben sie den Auftrag bekommen von ihren Bossen. Lass den mal in Ruhe, der tut uns ja auch nichts. Haha, ich glaube nein. Die haben uns doch schon wieder einen verbraten letztens. Als wir da runter sind. Ja, hilft ja nichts, sonst werden wir nie fertig. Komm. Ach, schade. Ja, genau. 4 Stück fehlen. Können wir die nicht hier irgendwo finden? Schnell. Eine Zeit lang, als wir hier angefangen haben zu bauen... Da sind wir ja richtig lange rumgelaufen. Ja gut, die kamen zwar auch oft, aber... Ich erinnere mich dran, dass wir hier... Da
doch so einiges gesammelt haben. Genau in den Kessel könnten wir ja mal gehen. Wollen wir denn da runter? Na, irgendwann kommen wir da wohl nicht drum rum. Ist mir hier irgendwie zu gruselig. Dann holen wir uns lieber zwei Stöcke noch. Aus dem... Na, da haben wir es doch. Einer fehlt. Einer. Aus der Höhle, dachte ich, aus dem Lager unten holen wir uns lieber einen. Ach komm, einen finden wir bestimmt noch hier irgendwo. Ja, das... Oh, irgendwas kam gerade ziemlich nah. Also das wird mit Sicherheit sowieso nicht unser letzter Weg zum Strand gewesen sein. Ach hier, Schildkröte. Ob wir die mit einem Giftpfeil besser erwischen können? So ein Stock wäre jetzt aber auch nicht schlecht. Aber der Schildkrötenpanzer, ja, das ist schon ganz gut. Zum Glück ist sie nicht so schreckhaft. Nicht so wie wir. Na, da oben jemand so einen Stein hingelegt und wenn wir drunter sind, dann kullert er den runter. Oh, wir können nichts mehr nehmen, aber wir können doch was essen. Komm. Ein Stock nur noch. Na, danach. Danach geht es sowieso an die Schildkrötenpanzer. Echt, jetzt sollen wir für einen Stock runter in die Höhle? Das doch. Ach, hier sind doch ganz viele sogar. Die nehmen wir alle mit. Ruhig. So, jetzt reicht's mir aber hier. An dieser Gruselstelle. Oh, können wir den nicht hier oben drauf stellen? Ah, nein, sag bloß, zwei Stöcke fehlen jetzt noch. Und vielleicht klappt das ja, wenn man die aufbaut, dann sind da keine Kannibalen vielleicht mehr in der Nähe. Eins. Zwei. Drei. Ich habe auch so das Gefühl, wenn man das einmal erreicht hat, was man haben wollte, dann findet man ganz viele andere noch. So, fertig. Leuchtet's? Ja. Vielleicht haben wir unsere Ruhe hier an der Stelle bald, jetzt da hier auch so ein Ding steht. Ja, wir breiten uns aus. Wir markieren auch unser Revier so langsam. Unsere Sachen kriegen sie nur nicht kaputt. Die kriegen wir ja selber nicht mal kaputt, wenn sie einmal stehen. Oh, das ist immer wieder eine sehr interessante Sache, darunter zu rutschen. Macht was! Hey! So! Dann gucken wir doch mal, was hier drüben passiert.
wie es aussieht, nämlich gar nichts. Das kann ja unmöglich so ruhig sein. Also immer wenn wir hier sind, die rennen andauernd hier hin und her. Ja, und unser Totenkopf, der ist immer noch da. Ja, wir können ja jetzt schlecht den ganzen Tag hier abwarten und gucken. Den ganzen Tag, es ist gleich Nacht, also doch, können wir. Nochmal zum Strand schaffen wir heute nicht mehr. Ja, oder doch, hin könnten wir sogar noch schaffen. So über die Seilbahnen, das könnte klappen. Seilbahnen, da komme ich gleich auf die Idee, wollen wir hier nicht doch, die waren schon lange nicht mehr im Lager drin bei uns. Wollen wir nicht doch hier irgendwie so ein höheres Teil bauen, mit dem wir dann also darunter rutschen können, Richtung Seilbahnen und von da aus dann, naja. Ist das denn noch natürlich? Passt das denn hier noch in den Park? Ich weiß nicht, was haben wir denn sonst hier gebaut? Passt das sonst alles in den Park? Ich sehe gar nicht da drüben unseren Kopf. Doch, da kommen sie. Doch, so ein bisschen laufen sie noch. Ich habe was gesehen gerade. Ja, aber die gehen hinten rum jetzt. So, dieser Totenkopf ist denen wohl nicht ganz geheuer. Ja, als ob... Also, die haben keine Angst vor gar nichts. Wir können da mit einem Gewehr kommen oder was auch immer. Oh, wird's kalt? Ah, ja. Mit einem Gewehr, naja, ein Gewehr hatten wir noch nicht bis jetzt, aber... Oh nein, wo ist der Eingang? Hier. Ja, hier sollten wir auch nochmal einen Totenkopf vorstellen, damit wir das sehen dann, wo wir reingehören hier. Ja, ja, es wird sofort wärmer, keine Sorge. Wir könnten ein ganzes Heizungssystem bauen. Mit diesem Schmuddelwasser hier. Das irgendwie zum Kochen bringen, dann... Oh. Das hätte ich ja beinahe übersehen. Ja, sowas fehlt doch mal in so einem Überlebensdingen. Na, dass man Heizungsrohre und so Wassersysteme und sowas bauen könnte. Och, mit Sicherheit ist das möglich. Also, ja, aber will man das? Wer möchte denn noch als Heizungsbauer irgendwie was machen? Gibt es doch bei Frostpunk. Ist zwar jetzt ein bisschen anders, der Titel, aber da kann man doch so Heizungen oder sowas bauen. Wie sieht's eigentlich mit Essen aus? Ach so, ja richtig, wenn wir sitzen, dann können wir ja nicht da reinschauen. Ihhh, schon wieder verdorbenes Fleisch. Und frisches. Gleich neben dem verdorbenen Fleisch. Wie viele haben wir hier von? 4 Seile. Mehr können wir auch gar nicht tragen. Dann gehen wir mal hier in die Schmuddelecke. Gucken, dass wir hier das verdorbene Fleisch mal loswerden. Das andere können wir vielleicht... Ach, Moment, jetzt weiß ich. Das war nämlich das getrocknete Fleisch. Das hält doch nicht ewig.
Was brauchen wir denn sonst noch? Also das verdorbene, das getrocknete Fleisch wird auch schlecht, wenn man es drin hat. Muss ich mir merken. Ach so, ja, was wir sonst noch brauchen. Wir haben 4 Hasenfelle. 2x Wildschwein. Und wir gucken jetzt mal, was wir so bauen können. Wir haben nämlich Seile voll. Den Wärmeanzug erstmal nicht. Ich bin dafür, dass wir diese Hasenstiefel machen. Oh, echt weiß. Haben wir doch gar keinen Schneehasen. Das ist ja cool. Und was können wir noch daraus machen? Jetzt können wir nur noch den Wärmeanzug basteln. Dafür brauchen wir ein Hasenfell, 6 Hirschfelle, das haben wir nicht. Wildschwein brauchen wir 4x, das müssten wir sogar fast schon dabei haben. Nein, haben wir nicht. Wildschwein und dann brauchen wir 1x, ja, das könnten wir fast herstellen. Nur ich glaube nicht, dass wir so viele Rehfelle haben. Ach, Moment, das machen wir in der nächsten Folge. Genau, diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch auch von mir an euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.